Nachmittag des 21. März trat der Reichstag zum ersten Mal in der Krolloper zusammen. Zwei Tage später brachte der Reichskanzler Adolf Hitler das Ermächtigungsgesetz ein, das mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Am 20. März 1933 gibt der Münchner Polizeipräsident und spätere Reichsführer SS Heinrich Himmler die Errichtung eines Konzentrationslagers bei Dachau bekannt. Hans Gasparitsch, verurteilt wegen Vorbereitung zum Hochverrat, 2 Jahre Gefängnis. Hans Gasparitsch, Pazifist, 17 Jahre alt, malt 1935 auf eine Skulptur in Stuttgart »Hitler bedeutet Krieg«. Nach dem Gefängnis 7 Jahre KZ Dachau, danach bis Kriegsende KZ Buchenwald. Diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Albert Lörcher, Schutzhaft wegen verräterischer Umtriebe. Albert Lörcher, 20 Jahre alt, Sozialdemokrat. Er verteilt in München Handzettel gegen den Terror der Nationalsozialisten. 1934 kommt er für 1 Jahr nach Dachau. Zu dem Zweck haben wir die Konzentrationslager. Das kann er nicht mit Gerichten machen. Bei Gerichten, wissen Sie, das dauert monatelang. Das geht so nicht. Eugen Kessler, Verdacht der Vorbereitung zum Hochverrat. Der Münchner Eugen Kessler, Maler und Vergolder, 21 Jahre alt. Er kommt ohne Verfahren 1935 für 2 Jahre in das KZ Dachau. Höhlendurchsuchung in der Fränkischen Schweiz. Der kommunistische Propagandaleiter Ludwig Göring, Vorbereitung zum Hochverrat. Der Nürnberger Klempner Ludwig Göring, 23 Jahre alt, zunächst 15 Monate Einzelhaft in Dachau, dann 2 Jahre Gefängnis, dann weitere 7 Jahre KZ. Man bleibe uns also vom Leibe mit Humanität.